Bevor wir TQ-Motoren verwendet haben, hatten wir sehr große Motoren, die sehr schwer waren. Und durch den Einsatz des TQ-Motors können wir jetzt eben sehr viel Gewicht sparen und damit unser Auto schneller machen. Starkstrom Augsburg ist ein studentischer Verein der Hochschule Augsburg. Das heißt, viele Teile der Hochschule treffen sich hier zusammen, um ein Rennauto zu bauen. Die Formel Student ist so wie die Formel 1, nur ein kleiner. Starkstrom Augsburg hat einen Motor gesucht für einen Lenkantrieb. Unser Motor ist eben besonders leistungsdicht, sehr klein und leicht und darüber hinaus mit seiner hohen Ansteuerfähigkeit perfekt geeignet für das autonome Fahren. Unser Auto kann sowohl mit Fahrer als auch ohne Fahrer fahren. Für das Fahren ohne Fahrer brauchen wir einen elektrisch angetriebenen Lenkantrieb. Da kommt der Motor von TQ zum Einsatz. Dieser kann schnell unsere Bewegungen, die wir ihm vorgeben, durch das Erkennen von Hütchen an der Strecke abfahren und somit perfekt der Strecke folgen. Für uns ist es einfach so, dass wir mit den TQ-Motoren, dadurch, dass sie ein hohles Design haben, wir eine Hohlstange in der Lenkung einbauen können. Das heißt, wir können Gewicht sparen, wir können eventuell Kabel durchführen für unser Lenkrad. Und es ist dann trotzdem so, dass wir ein hohes Nenn- und Spitzendrehmoment vom TQ-Motor haben. Das heißt, wir können sehr dynamisch lenken und auch mit unserer Ansteuerung vom Motor ist es dann relativ einfach, unser Gesamtsystem auch im Driverless-Fahren gut dastehen zu lassen. Wir benutzen jetzt seit 2 Jahren den Lenkantrieb mit dem TQ-Motor und konnten damit 2022 am Hockenheimring den Driverless Cup gewinnen und 2023 konnten wir damit in Ungarn auch gewinnen. Wir versuchen natürlich, unsere Titel aufrechtzuerhalten bzw. neue Titel zu kriegen. Und da ist es extrem wichtig für uns, weil wir sind eines der besten DV-Teams, das heißt Driverless-Teams. Und dafür ist unser Lenkwinkelmotor eines der entscheidenden Stücke im Auto.